Willkommen zurück zu Gothic, auf der Suche nach dem letzten, nach dem fünften und letzten Fokus. Und ich bin gespannt, wer mir diesmal dabei helfen wird. Der Fokus ist da vorne. Ich glaube, ich sehe da schon eine Ruine oder so. Habe ich die nicht gerade genommen, die Pflanze? Keine Ahnung. Aber den Lurker, da schnapp ich mir. Oh, geht das einfach. So gut. Wenn ich überlege, wie viele Probleme ich hatte. So viel dazu. Wie gesagt, einfach. Ja, doch, einfach. Also verglichen mit vorher. Als ich mich zum ersten Mal mit dem Dumbledore angelegt habe. Das war ja schon lächerlich, so im Vergleich zu jetzt. Komm, die hole ich mir auch noch. Bisschen Erfahrung farmen, kann ja nicht schaden. Ah, bevor der jetzt aber verschwindet, sollte ich ihn ausnehmen. Hey, hey! Sag mal. Sag mal. Könntest du dich vielleicht auch mitten im Kampf ausrichten und nicht nur beim ersten Schlag? Das wäre sehr hilfreich. Ach so, warte. Nein, kannst du nicht, ne? Gut, das ganze Zeug brauche ich ja eigentlich gar nicht, ne? Ich habe hier mehr als genug Erz. Ich nehme es mal trotzdem mit. Wer weiß, vielleicht brauche ich es ja doch noch irgendwann. Und das Inventar ist ja hier zum Glück nicht begrenzt in Gothic. Weder nach Gewicht noch nach Platz. Aber den Fokus suchen. Haha, noch ein paar Warane. Dann habe ich den nächsten Level. Oh gut, das dauert noch. Das dauert noch. Ich glaube, Level 20 werde ich nicht so schnell erreichen. Ich sehe gerade, da oben prügelt schon einer. Das ist dann wohl mein Begleiter. Sag mal, ich will den Varan ausnehmen. Krallen. Lass nicht drauf zulaufen. Wer ist das denn? Kenne ich doch irgendwoher. Ist das nicht aus dem neuen Lager einer? Eine Axt. Ah. Gorn. Ah, Gorn. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Na dann, lass uns doch gemeinsam... Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Ja, Rücken freihalten klingt für mich nach einem guten Plan. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Gorn ist also ein Kumpel von Milton. Vielleicht hat Gorn ja eine Ahnung, wo Milton sich rumtreibt gerade. Wenn ich dem jetzt die Nachricht für den obersten Feuermagier geben soll. Ist ja ätzend. Hätte ich das gewusst, hätte ich das dem ja schon damals mal geben können, am Stonehenge. Oder ging das überhaupt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich es getan, wenn es gegangen wäre. Also nehme ich mal an, dass es nicht funktioniert hat. Ja, und so viel zum freien Rücken, ne? Gute Idee, dass wir vorher runter sind.
Papa! Eine Kralle und 4 Zähne. Boah, wie viel habe ich denn davon? Ich habe 129 Zähne, 136 Krallen. Ich müsste das Zeug mal verkaufen. Was kriege ich denn da? Ja gut, ich könnte mir Magie dafür holen, ne? So magische Runen und so, sobald ich ein bisschen mehr Magie kann. Oder vielleicht auch mal eine geile Waffe. Ja, doch, stimmt. Das nächste Mal, wenn ich im neuen Lager bin, klappe ich mal die Händler ab, ob ich da nicht eine bessere Waffe kriege. Weil ich laufe hier ernsthaft mit der Ork-Axt rum. Wahrscheinlich gibt es da noch eine bessere Waffe für mich. Bessere Zweihänderwaffe. Das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Wenn es da keine gäbe. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Ja, das ist echt gut von dir. Aber zuerst will ich mich hier noch vollständig umschauen. Hier gibt's bestimmt... Aha, guck mal, was es hier gibt. Feuerpfeil, ja. Verwandlung Fleischwanze und ein Schlüssel, okay. Das könnte doch nützlich werden. Na dann, auf nach oben. So, da war gerade eine kurze Aufnahmepause. Aber weiter geht's. Auf der Suche nach dem fünften Fokus, genau. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Patch installiert habe, damit die Ladecrashes nicht mehr so kommen? Ich glaube nicht. Das Problem ist nämlich folgendes. Es gibt einige Dateien, die das Spiel erst beim Starten oder beim Laden des Spielstandes entpackt, aus einem Archiv raus. Und dabei geht halt wohl manchmal was schief und dann meckert er halt rum, dass er diese Dateien nicht findet. So wie ich gerade rummeckere, dass ich Gorn nicht finde. Ah, diese Wegfindungs-KI ist einfach schön. Genau, und was der Patch einfach macht, ist letzten Endes die Dateien einfach extrahieren und dorthin kopieren, wo das Spiel sich als zweites sucht, wenn es sie nicht entpacken kann. So, dass es, also zumindest mit den meisten Dateien, die Dateien, die am häufigsten den Fehler auslösen, die werden dahin kopiert. Aber ich habe gerade beim Laden eher das Problem gehabt, dass es mal wieder nicht geladen hat, weil irgendeine andere Datei wohl eine seltenere gefehlt hat. Also ganz perfekt ist der Patch wohl nicht. Aber zumindest bei der letzten Aufnahme ist alles gut gegangen. Von daher denke ich mal, dass der größte Teil des Problems dadurch jetzt gelöst ist. Wenn auch nicht alles. Snapper! Verdammt! Ziel! Der kommt her. Gorn hat den Rücken frei. Sehr gut, das hat geklappt. Im Sinne von... Gorn hat den, der hinter mir war, umgelegt. So wie ich mir das gedacht hatte. Das war tatsächlich mein Ziel in dem Fall gewesen. Sonst hätte ich mich nämlich umdrehen müssen und nochmal umdrehen müssen, wenn ich den hinter mir zuerst umgelegt hätte. Ja, von daher, gut, dass Gorn hier dabei ist. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder Heilung. Knapp 100. Naja, komm, 7. 7 davon. 5, 6 und 7. Aha, perfekt. 7 mal 14 ist wie viel? Keine Ahnung. 98. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Dieses Tor ist wohl verschlossen. Aber die da. Die da. Nee, erstmal. Die können da durch. Dann, habe ich da sowas Nützliches Kleines gefunden? Benutze ich das doch einfach mal. Hey, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. In dieser Form.
So, wie verwandle ich mich jetzt wieder zurück? Ah. Mit Enter. Ja. So. Bitteschön. Ich helfe doch gerne. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Ich frag mich, was er wohl sagt, wenn ich mich einfach durchfiete oder irgendwie drüber klettere oder so. Aber dann auch sagt, dass es mit dem Zauber clever war. Also klar, der Zauber ist wahrscheinlich die von den Entwicklern gedachte Lösung. Wow! Wo kommt die denn her? Die sind doch hier gerade erst gespawnt, oder? Hab ich übersehen die ganze Zeit. Ah, verdammt! Ich nehme mal kurz den Rücken frei, Junge. Gut. So ist gut. Und dann schnappe ich mir mal davon ein paar. Eins, zwei. Ja, das reicht. Weiter geht's. Nein, die Waffe! Gut. Nochmal draufgehauen. Der Vollständigkeit halber. Gorn, das hast du sehr gut gemacht. Kämpfe ich ja eigentlich selber. Ich krieg die Erfahrung, ich kann mir den Stress sparen. Ich könnte einfach ihn alles machen lassen. Und danach einfach looten. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Auf in den Kampf! Ja, hatte ich vor. In den Turm, genauer gesagt. Mhm. Was ist das denn? Genau, schöne Aussicht. Kann bestimmt schöne Köpfer machen oder Platscher oder Arschbomb. Aber das war gerade nicht so zielführend, deswegen lasse ich es mal. Und zieh mir stattdessen noch ein bisschen was zu essen rein. Ich wurde darauf hingewiesen, danke Kevo, dass ich das Fleisch nicht gebraten habe. Ja, das ist richtig. Das werde ich jetzt nach dieser Folge endlich machen. Komm, was soll's. Das letzte noch. So. Weil jetzt ist es endgültig nötig. Weil ich einfach nichts mehr habe. An gebratenem Fleisch. Ja, ich habe gerade gesehen, da geht's eine Höhle rein. Aber ich würde gerne zuerst mich hier umschauen. Weil ich rechts angefangen habe und dann gehe ich einfach rechts rum. Quasi an der linken, an der rechten Wand lang. Links rum im Kreis. So komme ich nicht durcheinander. Wo ich schon war und wo nicht. Ich bin gespannt, was es hier oben so gibt. Vielleicht den Fokus? Na? Da nicht. Da könnte der Fokus sein. Sieht aus wie eine Ruine. Habe ich da gerade eine Waffe gehört? Gorn? Kämpfst du gerade? Gorn kämpft gerade. Tatsache. Wow, ich will da rüber. Und dafür müsste ich dann wahrscheinlich den hier umstürzen. Ja. Da war er gerade. Säule. Okay, wie kann ich die Säule vielleicht attackieren? Ich will da rüber. So, ich drücke jetzt mal auf Steuerung. Nein. Okay, das funktioniert leider nicht. Schade. Aber man kann die Säule tatsächlich anvisieren und angreifen. Ich nehme an, es gibt irgendwie einen Zauber oder so, der das Ding umschmeißt. Oder vielleicht kann ich mit Gorn zusammen dagegen drücken. Um das Ding umzuschmeißen. Ich will da rüber. Da ist eine Kiste. Ja, ich könnte mich rüber cheaten, aber das ist doof. Gorn, hey, wo sind denn die Viecher, die du gerade umgelegt hast? Sag mal her. Oder bist du vielleicht mir hinterher, aber eben ehrlich in die Höhle reingerannt? Ah, ja, bist du. Okay. Alles klar. Halb so wild. Macht ja nichts. Ich meine, ich kriege ja die Erfahrung zum Glück. Hallo? So.
Da konnte ich den gerade nicht anvisieren. Dumm. Einfach mal die Sachen sammeln. So, mitten im Feindesgebiet. Oh, eine hübsche Pflanze. Hey, die nehme ich mit. Wow, das ist ein Schattenläufer. Ja, Gorn, geh du mal vor. Ich habe da so ein blödes Gefühl. Das ist so ein ganz blödes Gefühl. Dass ich den vielleicht erstmal auf die Entfernung angreifen sollte. Nicht genug Reichweite. Oder ich mache nicht genug Schaden. Okay, könnte beides sein. Wow! Gorn, du bist großartig. 400 Erfahrungen, ja. Wie gesagt, diese Teile, diese Schattenläufer, die sind mächtig. Danke, Gorn. Das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Wow. Ah, den Fokus. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Wahrscheinlich, weil ich dich brauche, um die Säule umzuwerfen. Nehme ich an. Was haben wir hier? Verwandlung Wolf, Verwandlung Scavenger. Okay, ganz viel Verwandlung. Interessant. Und hier auch sieht man, die Kiste ist offen geblieben, weil er mich angesprochen hat, während ich dran war, und dann wurde die Animation zum Zumachen nicht abgespielt. Aber das habe ich dann noch eben kurz gefixt, indem ich die Kiste nochmal benutzt habe. Gorn, musst du? Du kommst. Sehr schön. So, jetzt brauche ich Leben. Vielen Dank. Du kannst leider nicht klettern, glaube ich, ne? Schauen wir mal. Vielleicht kann ich ja als Mole Rat oder so den Pfosten da oben annagen. Oder als Wolf oder so. Bei Wolf glaube ich nicht, aber Mole Rat kann ich mir vorstellen. Muss mal schauen. Wow, ein Troll. Was macht der denn hier? Gorn, ich brauch dich. Gorn! Der Troll war doch vorher noch nicht da. Warum spawnen hier Gegner einfach aus dem Nichts? Das geht doch nicht. Ach, ich kann ja nichts anhaben. Gehst du bitte auf Gorn? Gehst du bitte auf Gorn? Ich muss hier mal eben außer Reichweite. Nein! Ich sagte außer Reichweite, nicht hochspringen. Ich sagte außer Reichweite. Nicht so außer Reichweite. So außer Reichweite. Danke. So, was habe ich denn an Zaubern? Feuerpfeil. Klingt doch gut, oder? Okay. So viel dazu. Trollfell. Gut gemacht. Hallo. Sehr gut gemacht. Auf in den Kampf. Dankeschön. Wow. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Warum denn einfach Gegner aus dem Nichts spawnen? Das ist ja ätzend. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon mit den Goblins, die plötzlich aus dem Nichts erschienen sind bei der Winde. Ich finde das seltsam. Wenn es wenigstens offscreen passieren würde, aber. Nee, so direkt hier, wo ich bin, und das mitkriege, ist doch blöd. So, vielleicht finde ich da drüben ja noch irgendwas, um oben den Pfosten umzuwerfen. Ich ziehe auf jeden Fall schon mal meine Waffe. Ah, wegen schlechter Erfahrung. Und hab hier am Ende von lang steigenden Höhlengängen. Aber hier ist nichts. Schade. Okay, na gut. Dann
bleibt mir jetzt hier wohl nichts anderes übrig, als das Ganze nochmal zu versuchen mit dem Pfosten da oben. Oder gibt's hier irgendwas Neues? Fällt er vielleicht um, wenn ich die Winde wieder zurückdrehe? Nee, ne? Das glaube ich jetzt eher nicht. Vielleicht gibt's hier hinten noch irgendwas. Da so. Nein. Aber da unten ist ein Schiff. Ein gestrandetes Schiff, aber ein Schiff. Okay, hier war auch nichts. Ist vielleicht jetzt im Turm irgendwas? Ich meine, wenn hier Trolle spawnen, vielleicht spawnen hier auch nützliche Items, zum Beispiel. Ne? Anyone? Nein? Schade. Na ja, klar. Na gut. Dann, respawn. Hinter mir. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer, wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Das war ja gerade gut. Wo läufst du denn hin? Der Troll ist doch schon weg. Ah, das war schön. Da hat's den Trigger nicht richtig getroffen. Gut, die Folge ist zu Ende. Das heißt, ich kletter jetzt noch hier oben hin. Und beim nächsten Mal werde ich dann... durchprobieren, was ich da oben alles tun kann. Was hier? Ja. Es wird langsam dunkel. Ich sehe nicht mehr so gut. So. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.